Bist du eigentlich lieber alleine oder zu zweit? Also falls du eher alleine spielst, dann rate ich dir an, vielleicht mal in der Playlist von Mario gegen Donkey Kong nachzugucken, weil dort habe ich dir die ganze Demo auch gezeigt und gleichzeitig noch ein paar weitere Spieletipps. In dieser Folge, wo wir jetzt da gerade anschauen, dreht sich alles um den Zwei-Spieler. Du hast die Möglichkeit, auf einer Nintendo Switch zu zweit zu spielen im Coop-Modus. Das heißt eigentlich, ihr könnt zusammen die Rätsel auch lösen. Ich zeige dir jetzt ein bisschen Gameplay auch davon. Spieler 1 übernimmt die Rolle von Super Mario und Spieler 2 übernimmt die Rolle von Toad. Nun, was ist denn noch anders im Zwei-Spieler-Modus? Fällt dir auch was auf? Oha! Im Zwei-Spieler-Modus läuft übrigens erstens oben rechts die Zeit. Falls du jetzt denkst, du kannst auf den entspannten Modus umschalten, damit du keine Zeit mehr hast, dann hast du dich getäuscht, weil das kannst du ja nicht einstellen. Wenn ich hier auf entspannt einschalte und dann nachher auf dem zweiten Controller die L- und R-Taste gedrückt halte, dann steht oben Beitreten. Jetzt ist der zweite Spieler schon dabei und ich bin auf dem entspannten Modus, aber die Zeit läuft weiterhin. Also im entspannten oder klassischen Modus spielt es keine Rolle, du spielst eigentlich zu zweit immer im klassischen Spielmodus. Inklusive ist es aber noch ein bisschen schwieriger oder in anderen Worten herausfordernder. Weil du hast da oben jetzt nämlich auch einen Schlüssel, den wir zuerst holen müssen. Oder vielleicht auch später, wie du auch gerne das machen möchtest. Und musst zuerst das Schloss abschließen, hier das erste. Und wenn du das nämlich auch gemacht hast, dann musst du auch schauen, dass du den Schlüssel da oben auch noch holst, um da weiterzukommen. Aber nicht zu vergessen, den mitzunehmen. So könnt ihr zusammen spielen. Der eine macht vielleicht das, der andere das. Es spielt keine Rolle, welchen Schlüssel wer genau holt, aber es hat ein erstes Schloss auch darunter. Gegner haben wir hier auch wieder viele. Richtig nice. Level abgeschlossen. Mit gedrückter R-Taste hast du einen Blick auf das ganze Level. Und da hinten siehst du, da hinten ist der kleine Schlüssel. Aber was passiert denn eigentlich, wenn einer von diesen zwei Spielern hinunterfällt? Wir haben oben 5 Leben. Oh, Toad verliert ein Leben und kommt da hinten jetzt zurück mit einer Seifenblase. Da muss man natürlich nicht wegrennen, sondern helfen, den Mitspieler wieder da zu wiederbeleben. Kann man seinen Mitspieler auch greifen? Also der kleine Toad wird wohl wahrscheinlich Mario nicht greifen können oder irgendwie hochheben, das meinte ich. Nein, das geht nicht, aber ihr habt jetzt gerade was gesehen, dass man einen sogenannten Kopfsprung ausführen kann. Seht ihr das? Normal. Und wenn ich jetzt die Taste gedrückt halte oder springe, dann macht er einen Kopfsprung, also wie eigentlich ein Trampolin. Und falls du jetzt denkst, das geht jetzt nur bei Mario, nein, das geht auch bei Toad. Also mit kann man ein bisschen auch weiter in diesem Spiel kommen, je nachdem, wo man gerade ist. Und zu zweit, denke ich, ist man um einiges schneller. Dass man ganz schnell schon da oben eigentlich ist und weiterspielen kann. Anstelle, dass man hier das hier so macht und dann nach oben geht. Aber eben, das ist eine Geschmackssache, der Spielstil. Das müsst ihr beide selbst entscheiden, wie ihr da am besten da vorangeht. So. Kann man diesen kleinen Schlüssel eigentlich auch werfen? Nein, das ist ein fliegender Schlüssel. Der hängt bei euch da fest im Vergleich zu dem gelben Schlüssel da hinten. Kann man auch zwei Schlüssel halten? Na klar, aber der andere Schlüssel, der ist dann nachher da hinten und verschwindet dann nachher. Muss man ihn natürlich auch schnell wieder nehmen. Seht ihr, ich komme jetzt da nicht rein mit dem normalen gelben Schlüssel, weil da vorne noch ein Silberschloss ist. Jetzt hat Mario den Silberschlüssel mit den Flügeln benutzt und Toad macht noch den Rest. Nice Teamwork, könnte ich mal sagen.
Können sich die zwei Spieler, wo jetzt da hier spielen, auch schubsen? Also gibt's eine Spielerkollision? Nein. Mario läuft hinter Toad und Toad läuft vor Mario weiter. Also das heißt, es passiert einem da nichts. Das Einzige, was hier ist, man kann auf den Köpfen springen. Kann man hier auch Wandsprünge machen von der rechten Seite? Ah, man kann nach vorne und auf die Seite, so solch ein Sprung, aber nicht abspringen von der Wand rechts. Das wäre wahrscheinlich zu OP wahrscheinlich gewesen. Aber ihr habt gesehen, zum Beispiel kann er der Kleine oder halt auch Mario kann solch einen Move ausführen und dann kann er sich an der Stange halten. Dann geht die Reise weiter. Ich denke, zu zweit macht das sicherlich auch mega Fun. Das Einzige, was einem da am besten noch da einen Streich durch die Rechnung spielt, ist die Zeit. Aber eben, man hat ja 2 Minuten Zeit. Richtig nice. Was passiert, wenn man einen Gegner einem Mitspieler zuwirft? Oha. Habt ihr das gesehen? Das heißt, er ist dann verletzt. Aber nicht ganz. Man kann wieder aufstehen. Es passiert eigentlich gar nichts. Ihr möchtet alleine weiterspielen? Euer Mitspieler ist noch da, hat gerade keine Zeit mehr oder ist irgendwas los. Drückt einfach die Plus-Taste. Zwei-Spieler-Modus verlassen. Und somit wird der zweite Spieler fort sein. Und ihr seid wieder im Modus drin. Ich bin jetzt oben im entspannten Modus. Dann könnt ihr eigentlich auch wieder hier ändern. Und klassisch, wenn ihr gerne ein bisschen eine Herausforderung braucht. Wenn ihr alleine spielt und es euch erwischt, dann verliert ihr ein Leben. Und ihr müsst das ganze Level wieder von vorne beginnen. Spielt ihr aber zu zweit, jetzt müsst ihr schauen. Ich habe 4 Leben oben. 3 Leben. Das Level läuft aber weiter. Ohne dass man von vorne beginnen muss und alles wieder einsammeln muss. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Wenn ihr den Sprung-Button drückt, geht ihr schneller übrigens zu eurem Mitspieler in der Seifenblase hin. Also triggert ihn einfach hintereinander. Was passiert übrigens, wenn ihr nur noch ein Leben habt? Und 2 Spieler sind im Level drin. Dann ist Game Over. Aber nicht für immer. Man beginnt das Level eigentlich wieder von vorne. Macht dort wieder weiter. Kann man das Schloss eigentlich auch öffnen, wenn die Plattformen da unten nicht da sind? Also ich rede jetzt von diesem Silberschlüssel. Kann man auch. Geht das auch beim Goldschlüssel? Nein. Kann man es aber zu zweit? Nein. Die Plattform muss unten aktiviert werden. Was passiert, wenn ein Spieler in den Plattformen sich drin befindet? Nichts. Oha, coole Sache eigentlich. Kein Glitch oder irgendwelchen Bug oder so. Man kommt einfach wieder raus. Und mir ist noch aufgefallen, nach dem Game Over hat man anstelle 5 Leben oben links jetzt 10 Leben. Die Rache! Ja, oha, der Toad ist ein bisschen rachesüchtig. Vielleicht gibt es einen Moment, wo euer Mitspieler ein bisschen weiter weg ist und den Weg nicht laufen möchte. Dann kommt er mit der Seifenblase zu euch wieder hin. Wir müssen mal schauen, wie Toad die Leiter nach oben läuft. Im Vergleich zu Mario. Das finde ich eigentlich noch ein süßes Date. Wie sieht es im Zweispielermodus mit der Spielzeugfabrik aus? Wem laufen die Minimaris jetzt nach? Weil Mini-Toads gibt es ja hier nicht. Toad kann laufen nach vorne, weiterlaufen. Das Bild läuft auch mit. Das Bild wird größer, wie bei Smash Bros., dass sich hier ein bisschen weiter nach außen zieht. Und der Spieler kann eigentlich bis hier weiter und bis nach hinten. Nicht ganz weit. Man kann mit der gedrückten R-Taste wieder schauen, wo was ist. Aha, da oben ist der Schlüssel. Da muss Mario natürlich mit seinen Mini-Marios mitlaufen.
Die vertrauen nur Mario selbst, ne? Nicht Toad. Was macht ein Toad bei dieser Mission? Tja, er schaut, wo der Schlüssel da ist. Zum Beispiel mit der Hilfe von Mario. Könnte er den Schlüssel da oben holen? Oder von hier aus. Geht natürlich auch. Mit Mario war es natürlich auch gegangen. Das wollten sie wahrscheinlich auch. Er muss ja hier nach hinten laufen, um das Schloss zu öffnen. Sonst geht das eher weniger. Und die Mini-Marios, die müssen da natürlich auch mit. Aber der Kleine, der muss da natürlich mitlaufen. Und wenn der Kleine da hinten nicht mitläuft, dann sieht das nicht so gut aus. So, jetzt kommen die alle nach oben. Aber die Zeit wird knapp. In diesem Level hat man 90 Sekunden übrigens Zeit und nicht 120 Sekunden. Wie haben dir die ganzen Tipps und Tricks zum Zweispieler-Coop-Modus gefallen? Lass es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Und falls du mal Bock hast, in einem Livestream mit der Community mitzuspielen oder allgemein Nintendo-Content magst, dann schau dich doch am besten mal nach dem Video noch auf meinem YouTube-Kanal um. Hey, großen Dank und tschüss!